Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal. Herzlich willkommen zu Tag 4 von 8 Tage Halloween. Ich habe Folgendes für euch, einen KitKat-Holder. Also zumindest habe ich es für einen KitKat ausgerechnet. Mit Magnet. Und hier ist ein KitKat drin. Passt wahrscheinlich auch irgendwas anderes rein. Es ist ja relativ flach. Irgendeine kleine Schokolade oder, was habe ich denn vorhin gedacht, hier so Kinder-Country oder sowas. Das würde bestimmt auch reinpassen, aber ausgerechnet ist es jetzt für einen KitKat. Und so sieht's aus. Ich habe ein bisschen mit Lila und Schwarz gearbeitet. Die Kombi mag ich sehr, sehr gerne. Wir machen heute wieder eine Verlosung. Ich bin hier in Verlosungsstimmung. Es macht mir Spaß. Und zwar habe ich geguckt, was ich noch so Halloweeniges in meinem Schrank habe. Also das ist jetzt auch wieder nichts Aktuelles. Das sind hier diese, wie heißen sie nochmal, Leckereien-Schachtel in Sargform. Und dann habe ich hier noch die Sterne. Das kann einer von euch gewinnen. Und wir machen es wie letztes Mal. Bleibt gespannt, was ihr machen müsst dafür. Bleibt dran bis am Ende. Und jetzt nochmal die Verpackung. Da braucht man ein bisschen Schwarz. Vielleicht könnt ihr auch Lila nehmen. Wäre auch, glaube ich, nicht schlecht. Sieht bestimmt auch gut aus. Ich habe, aber habe ich jetzt hier Lila? Wartet mal. Wenn man so mittendrin andere Pläne hat auf einmal. Ne? Ich habe hier Lila. Soll ich es mal in Lila machen? Ja, komm. Wir wollen ja hier Abwechslung haben. Also, Schwarz oder Lila? Übrigens ist das natürlich kein Lila. Was rede ich denn hier? Das ist Fräsien-Lila. Lila gibt es gar nicht. Es gibt nur Stampin' Up-Farben. 40,4. Zumindest ist das bei allen so, die ja entweder selbst Demo sind oder richtig begeisterte Kunden, da weiß ich, dass die auch in solchen Farben sprechen. Sei es um eine Wandfarbe, Klamottenfarbe oder sonst irgendwas. Man sagt halt kein Gelb, das ist Gelb, sondern na, das könnte Osterglocke sein. Finde ich sehr witzig. So, habe ich was gesagt? Nee, 14,4 mal 19,4. Aber ihr wisst, die Maße stehen unten in der Infobox, auch wenn ich mal vergesse, was zu sagen. So, und dann können wir die schmale Seite nach oben nehmen und dann bei 1,2 falzen. So breit ist nämlich das KitKat. So. Und dann die lange Seite. Da fangen wir an bei 3. Das können wir dann noch hier drüben machen. Bin ich im Bild? Ja. Bei 4,2. Und ich sage es wahrscheinlich oft und alle, die schon lange hier sind, sind wahrscheinlich genervt. Aber falls ihr kein Halloween mögt, überlegt euch eine Geburtstagsdeko, eine Weihnachtsdeko. Oft ist es ja einfach nur die Verpackung, die man hier mitnimmt. Und dekorieren tut es zu Hause wahrscheinlich eh jeder anders. Dann 11,2. Also 3, 4,2, 11,2 und 12,4. So, und dann haben wir hier oben, hier sind dann diese 3 cm und hier unten ist der größere Teil, nur dass ihr wisst, wo oben und unten ist. Und hier oben können wir alles wegschneiden, auch dieses kleine Stückchen. Denn unter dem Nagel. So. Also ich habe im Moment ein Talent, mir permanent weh zu tun. Hier habe ich mir einen Nagel geschnitten. Hier habe ich mir eine Thunfischdose alles aufgeschnitten. Also ich sehe so ein bisschen ramponiert aus. Aber meine Pflaster sind alle. Ich muss jetzt erstmal neue Pflaster organisieren. So,
Warum zitter ich denn so? Dieses kleine Klebelasche hier, die schräge ich mir so ein bisschen an. So, und jetzt lassen wir das mal so und schneiden das Designerpapier. Ich habe hier das mit den Knochen genommen. Mal gucken, wie breit ist denn das hier? Ne, das reicht nicht mehr. Das muss nämlich 11,5. Mal 6,5 sein. Und das kleine für die Lasche oben ist auch 11,5 mal 2,5. Und dann können wir das nämlich schon hier aufkleben. Mal ganz kurz denken. So rum. Da tut man sich nämlich immer ein bisschen einfacher, wenn man das so macht, weil dann kann man nämlich schön aufdrücken. Oder wenn man es vergisst, passiert mir auch oft, dann kann man das KitKat reinmachen und dann drücken. So, und jetzt muss man natürlich beachten, dass der Deckel nochmal so geht beim Aufkleben, dass man halt das gleiche Muster so hat. Aber das würde, glaube ich, auch in beide Richtungen funktionieren. So, und jetzt alles falzen. Und jetzt machen wir diesen coolen Trick, dass wir die kleine Lasche hier einkleben. Dann ist die nämlich weg. Und das finde ich sehr gut. Braucht nämlich kein Mensch. Und vor allem stört die nicht von innen. Dann kommt man mit dem KitKat nicht dagegen. So. Da haben wir es schon. Da mache ich mal kurz eins rein. Das ist nämlich dann jetzt gut fürs Magnet. Dann hat man so ein bisschen was zum Drücken. Oh. Das war ein falscher. Der will nicht mehr auseinander. Die wollen. Wer jetzt kein Magnet hat, kann vielleicht das Schleifenband dann so rumbinden, aber es ist natürlich immer cool, wenn man dann keine Schleife aufmachen muss. So, jetzt brauchen wir noch das Fähnchen. Das ist hier in den neuen Stanzformen. Also die findet ihr im Hauptkatalog. Sticknaht Basics und da habt ihr einmal so, na komm doch da raus, einmal diese Fähnchen, dann eben diese Form und diese Form und immer in vier verschiedenen Größen. Ich finde die sehr cool, weil es eben mal so andere Formen sind.
geht immer schön am Rand entlang, wenn so eine, also dadurch, dass die ja diese gestickte Naht hier haben, ist das Papier stark in diese Form gepresst. Und dann gehe ich immer hier am Rand entlang mit dem Daumen. Dann verbiegt ihr euch das nicht so. Weil da muss man schon ein bisschen drücken, dass das rausgeht, weil da natürlich ganz viele kleine Löcher sind, die da gelöst werden wollen. So, das dahin. Dann habe ich ja gesagt, dass ich schon alles vorembossed habe. Falls jemand nicht weiß, wie Embossen funktioniert, das könnt ihr euch jetzt im Video Nummer 2 angucken von dieser Serie. Da habe ich embossed. Aber ich habe jetzt einfach schon mal was vorembossed und auch diese Skelette schon mal vorausgestanzt, weil ich die jetzt immer wieder verwenden werde. Das ist das Set Back of Bones. Und hier sind die Stanzformen. Ihr könnt jeden Knochen, jedes Skelett hier ausstanzen. Den Hund und die Katze. Und dann habt ihr hier noch diese Friedhofsgeschichte, diesen Grabstein oder was das sein soll. Ein bisschen Gras. Ihr habt einen Hut, ihr habt einen Stiefel, eine Fledermaus, einen Mond, alles Mögliche, was man so braucht. Ich nehme jetzt erstmal die Bänder. Das reicht das noch? Nicht. Aber das ist mein Lieblingsband, da habe ich immer eine neue Rolle. Ich habe von dem Band, glaube ich, schon 10 Rollen verarbeitet. Wenn das mal nicht mehr im Sortiment ist, dann bin ich sehr traurig. So. Ich habe mich ja schon immer gefragt, was man mit diesen Rollen machen könnte. Ne? Die sind so hart und stabil. Irgendwas muss es doch geben, was man damit machen kann. Und mir ist noch nichts eingefallen. So, ich kombiniere das wieder mit diesem gewebten Metallic-Band. Das gefällt mir gut. Dann hat man da noch ein bisschen Glitzer und Farbe im Spiel. Habe ich irgendwie doof gehalten. Nochmal. Ja, das ist so ein bisschen wild irgendwie. Das ist so. Sieht cool aus, finde ich einfach. So, und das können wir mit Dimensionals festkleben. Mache ich einfach hier oben 2 Stück hin. Und das klebt man dann nur auf die Lasche oben, damit man es nicht verschließt sozusagen. Da kommt der Kandidat dann drauf. Den habe ich so ein bisschen nach rechts versetzt aufgeklebt, damit wir für den Spruch genug Platz haben. Und dann habe ich mir auch auf Fräsin-Lila schon mal so ein paar Sprüche einfach vor embossed, damit man nicht jedes Mal wieder anfangen muss, wenn man meint, oh, ich brauche den jetzt in Lila. Ich mache das meistens, oh nein, jetzt war ich zu knapp, aber es geht noch. Ich mache das meistens in Schwarz, Weiß und irgendeiner Farbe, wo ich meine, ich kann das gebrauchen und dann habe ich immer was. Immer den passenden Spruch sozusagen. Ist ein bisschen effektiver. Für mich zumindest. So, und dann schneide ich das ganz knapp aus. Denn wie das so oft ist, wenn man jetzt diesen Spruch so lassen würde, der würde so viel Platz verschwenden, dass man hier das halbe Skelett überklebt. Und so kann man das auch noch ein bisschen in die Bereiche machen, wo man vielleicht nicht so viel verdeckt. Dann kann
kann man es auch noch ein bisschen schief aufkleben, weil das finde ich tatsächlich nur zu Halloween hübsch. Und ich finde das in der lilanen Variante, nein, in der Fräsien-lilanen Variante, auch cool. Hat beides was so, ne? Glitzis noch, genau. Ich habe jetzt so ein bisschen Halloween-like noch eine andere Farbe, eine quietschige Farbe eingebaut. Und dann haben wir es. Ein KitKat-Halter. Ich finde es cool. So, und jetzt geht es noch zur Verlosung. Also, ihr habt wieder 2 Tage Zeit. Bis Mittwochabend 20 Uhr schreibt mir einen Kommentar und sagt mir einfach mal, welches eure Lieblingssüßigkeit ist. Also, KitKat gehört bei mir schon in die Top 10, aber ich glaube, meine Lieblingssüßigkeit sind weiße Lindor-Kugeln. Wenn ich mich jetzt auf eins festlegen müsste. Knoppers und Kinderriegel sind auch noch ganz weit oben. Ja, aber dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Verpackung. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und bis morgen. Tschüss. Thank you.